Hallo und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 631. Jawohl, 631, es ist Donnerstag, der 9. Februar 2023. Ja, mir geht's gut. Wir haben es jetzt nachmittags. Mal wieder der Olympus DM720, aber das nur nebenbei. Ich habe mir schon einen Kaffee gemacht. Hab mir auch ein Brötchen gemacht. Also, es wird jetzt richtig schön genachfrühstückt, ist auch egal, wie man es nennen mag. Genau, schön mit Wurst und Käse. Und ja, jetzt setze ich mich erstmal schön hin hier. Ja, den 720 habe ich genommen, weil, falls jemand anruft, dass ich dann auf Pause machen kann und der auch auf Pause bleibt und nicht auf Standby geht. So. Hier ist mein Kater mal wieder, macht aber nichts. So, jetzt haben wir hier die Tasse mit dem Kaffee. So, Kosten. Na, gehst du von meinem Brötchen weg? Na, sag mal. Das ist immer noch meins. Ich teile mein Essen nicht. So. Sehr gut. Und ein Brötchen dazu. Lecker. Ja, was hat sich in der Zeit getan? Es kam eine neue Folge von Markus Welt der Podcast raus und zwar ein Pizzarezept. Ja, eine, wie ich finde, sehr schöne Folge. Ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, weil Kochen und Backen ist jetzt nicht so, was ich unbedingt so gut kann, geschweige denn, was ich als Podcast machen würde. Aber es ist wirklich schön gemacht. Also die Folge war wirklich gut. Ich habe sie mir auch angehört, also so ist es nicht. Also nur weil es nicht mein Thema ist, heißt es ja nicht, dass ich mir das nicht anhöre. Ich finde auch gut, dass Markus Welt, der Podcast, sich ein bisschen abhebt. Und ja. Halt auch Sachen macht, die ich nicht machen würde. Denn genauso soll es ja sein. Ne? Die Podcasts sollen sich ja schon voneinander unterscheiden und das ist ja auch wichtig. Weil ansonsten könnte man ja einen Podcast machen und fertig. Ne? Also es hat alles seinen Sinn und ich finde es auch gut. Ja, ansonsten lecker. Mein Kater läuft draußen rum im Flur. Ja, das nächste Lied ist bei Blinzeln angekommen. Halt mit mir Händchen heute Nacht. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Folge schon erwähnt habe. Wenn ja, dann erst nochmal. Also Halt mit mir Händchen heute Nacht gibt es jetzt auch in der Blinzeln-App zu hören. Kann man sich also runterladen und anhören. Ja, fällt jetzt bloß noch, ich brauche deine Liebe. Dann muss ich dem Cord wieder neue Lieder schicken. So ist das, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja noch genug
dabei, ja. Geht das alles schon? Ja, wie gesagt, sonst gibt es nichts groß Neues. Aha, mein Kater springt wieder auf ein Bäumchen. Aber sonst alles schön. Brötchen für morgen sind auch schon gemacht, also insofern alles gut. Schmeckt auch wunderbar. Na, wir haben sie schon vier. Heute gab es für mich nicht so viel zu tun. Es gab kurz mal diese Durchschieberei mit den Hertigteilen, aber das war schnell erledigt. Und dann habe ich weiterhin die Schrauben gemacht. Also heute war es wirklich easy. Ja, aber war auch gut so. Ich finde auch gerade zum Ende der Woche, wenn es dann ein bisschen ausläuft, da, wie ich es immer nenne, ne? Wenn es ein bisschen ausläuft, finde ich es gut. Und ja, ich sage ja, für den Verdienst bin ich froh, wenn ich auch mal ein bisschen weniger arbeiten muss, kann oder darf. Ja. Ansonsten geht es meinen Katzen gut. Haben gerade Nassfutter gekriegt, sind aber schon fertig. Deswegen ist es auch so ruhig. Kann ich also in Ruhe mein Brötchen essen, meinen Kaffee trinken. Ja. Der 9. Februar. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, die Woche ist schon wieder fast um. Und ja, wir befinden uns bald mitten im Februar. Valentinstag kommt also auf uns zu. Der Tag der großen Liebe, der Tag, da, wo sich die Verliebten was schenken. Naja, ich würde ja auch gern, aber da ich keine Freundin habe,
Naja, so ist das Leben halt. Aber das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, so am Valentinstag zusammensitzen. Ja. Das wäre schon schön. Ja. Wie gesagt, bald haben wir Wochenende und ja, was ich Wochenende mache, mal gucken. Ein bisschen was mit dem Mischpult auf jeden Fall. Ja. Ansonsten. Mal gucken, ob es auch wieder den einen oder anderen spannenden Podcast gibt. Morgen kommt auf jeden Fall wieder eine Folge von Bibi Blocksberg, die Generation Kassettenkinder. Mal gucken, was da wieder für was Interessantes kommt. Das ist ja mal ganz lustig. Und es ist immer schön, wenn es so am Freitag rauskommt. Das ist immer so zum Wochenende immer ganz herrlich. Brötchen ist alle. Lecker. Das war gut. Das war wirklich gut. Ein schönes Brötchen mit Wurst und Käse. Dazu einen schönen Kaffee dazu. Ist zwar eigentlich ein Frühstück, ja, ich weiß, aber auf der anderen Seite, wir hatten heute Gemüseeintopf und der war nun wirklich, naja. Aber es gab einen schönen Kuchen dazu, so eine Art, also es war so eine Art wie früher Yes Turkey, kennt ihr vielleicht noch? Sowas in der Art, also so eine Art kleiner Ruhrkuchen war das eher. Mit ein bisschen Schokolade. Also das war wirklich als Nachtisch lecker und dann gab es noch einen, ich glaube, was war das, Weißkohlsalat. Irgend so ein Salat gab es auch noch dazu, also insofern war es schon ganz okay. Morgen gibt es Schweineschnitzel übrigens. So. Wir wären wieder am Ende der Tasse angelangt. So ein Quatsch. Ja. Dann machen wir mal. So. Also, bevor wir die andere Tasse wieder runterstellen, werden wir erstmal wieder sauber machen. Sauber machen. Genau, zack, da war auch schön Wasser drin. Na super. Aber gar nicht so viel, wie ich dachte. Also das ist mit einmal auswischen, glaube ich, erledigt. So, gucken wir mal. Da, da, di. Da, 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 di. Ja, Leute von heute, so ist das, ne? Genau, schön durchwischen. Nicht, dass die Maschine irgendwann mal kaputt geht, weil irgendwo Wasser reingerät.
das muss nicht sein. Ja, genau. Zack, auch wieder Wasser. Sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal. Vielleicht noch ein bisschen drin ist. Na, sieht gut aus. Da ist auch nicht mehr viel. So. Nee, wie gesagt, also mehr kann ich euch nicht erzählen. Es gab von Blindcast, gab es auch wieder was. Könnt ihr euch ja auch anhören. Der Apfelkuchen. Da ging es um Apple Music und diese Karaoke-Funktion war jetzt für mich nicht so interessant, weil ich ja ein 10S Max und kein 11er oder so habe. Auf der anderen Seite finde ich diese Karaoke-Funktion nicht so interessant, weil man erstens ja mit den Zeugs nichts machen kann, weil es ja alles kommerzielle Musik ist. Und ja, es ist schön, dass man mit seinem Playback mitsingen kann, aber wenn ich das nirgendwo hochladen darf oder nichts damit machen kann, ja, dann bringt es natürlich auch nichts, ne? Also letztendlich ist es eine coole Sache sicherlich, wenn man einfach mitsingt, aber es ist natürlich jetzt in meinem Fall, klar, man könnte es höchstens Freunden wahrscheinlich weiterschicken dann oder so, aber ja, da hat man ja dann wieder diese Grenze, ne, von wegen, und das finde ich dann wieder so, ja, deshalb für mich jetzt nicht ganz so interessant gewesen. Ja. Aber eine gute Folge. Ne? Also das hat ja immer nichts damit zu tun. Also wenn ich sage, die Folge war für mich nicht interessant, dann heißt das nicht, dass ich die Folge nicht gut fand, sondern dass sie für mich in dem Moment keinen Zweck erfüllt. Ne? So wie jetzt mit Apple Music. Ne? Was ja klar ist, weil wenn ich kein iPhone 11 habe, kann ich es nicht nutzen. Ne? Das meine ich damit. Ne? Also soll jetzt nicht jeder denken, ach, der fand die Folge nicht gut oder so. Nein, nein. Und genauso ist es ja auch bei Markus. Welt der Podcast. Ne? Ich meine, Rezepte sind nun mal nicht mein Ding. Das ist, ich kriege nur Hunger davon, wenn ich mir das anhöre und kann mir selbst keine Pizza momentan machen. Und dann mache ich natürlich irgendwann aus, weil ich dann so denke, nee, bevor ich jetzt hier den Kühlschrank leer fresse und nichts mehr zu essen habe, mache ich das lieber aus. Na, also es gibt einfach Folgen, die passen zu gewissen Situationen. Ja? Und bei mir sind halt wirklich mehr so die, ich sag mal, technischen Folgen oder ich sag mal eine Folge, wo ich halt wirklich was auch danach anwenden kann. Das sind für mich die interessanten Folgen. Ne? Also wenn ich wirklich sagen kann, oh, das kann ich jetzt gleich machen oder so. Ja, dann sind Folgen für mich natürlich interessant. Aber wenn es natürlich Folgen sind, wo ich von vornherein weiß, okay, scheiße, du hast jetzt, also genau wie bei Apple Music, wo ich dann gemerkt habe, scheiße, ja gut, kannst du nicht ausprobieren, hast das iPhone 11 nicht, sondern nur das 10S Max, ja, dann kannst du dir die Folge nur anhören, aber letztendlich hast du natürlich nichts davon. Ne? Also von dem. Und ich finde es einfach auch immer wieder schade, dass so eine Funktion immer für neuere Sachen, also dass man dann gleich wieder so auf eine Stufe gestellt wird, so von wegen, ja, wenn du ein älteres iPhone hast, geht's nicht. Also das finde ich von Apple nicht so schön. Ja, da ist man halt letztendlich wieder gezwungen, ja, wenn man das alles benutzen will, bräuchte man ein neueres iPhone. Und das sind halt wieder so Sachen, also die mich echt aufregen, weil so ein iPhone ist schon teuer genug letztendlich, ja, und ich habe es ja nun auch irgendwie nicht gerade, also für mich war es auch wirklich nicht leicht, ein iPhone zu kriegen, weil ich das ja dann über Vertrag und ich hatte ja auch die Insolvenz und so, und das war halt ein bisschen schwierig, und wenn ich ELA nicht gehabt hätte, hätte ich mir nie ein iPhone leisten können. Und ja, wenn du dann so eine Sachen hörst, von wegen, ja, da gibt's eine Sache, aber die kannst du halt nicht nutzen, weil du hast ein älteres iPhone. Also, das habe ich ja schon gesagt, das habe ich ja schon gedacht, als es rauskam. Und dann alle, ich habe das ja schon gelesen und da stand ja schon, ne, nur ab iPhone 11. Und da dachte ich so, ja toll. Sowas finde ich einfach blöd. Also, dann sollen sie die Sachen billiger machen. Ja, also ich meine, wenn sie da schon die iPhones so teuer machen und dann auch noch die irgendwelche Funktionen für neuere iPhones nur freischalten, ja, damit die Leute natürlich die neuen iPhones kaufen.
Also, das ist einfach eine Riesenschweinerei. Ich meine, man bezahlt letztendlich, oder gut, wie in meinem Fall, ich bin ja bei David im Abo und bin auch sehr dankbar dafür, aber jetzt mal nur mal, wäre nicht der Fall, ich müsste das Abo selber bezahlen. Man bezahlt schon ein Abo, dann bezahlt man noch dies, dann bezahlt man noch das und dann wird einem noch gesagt, ja, wenn du das benutzen willst, kauf dir ein neueres iPhone. Also Ansage von Apple halt. Und das ist, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es immer wieder, also das ist das, was mich an der ganzen neuen Technik so nervt. Obwohl ich technisch sehr interessiert bin, aber immer dieses gezwungen, dir unbedingt was Neues zu kaufen. Und gerade wenn du das Alte auch wirklich beherrschst und bedienen kannst, da kommt wieder irgendwas, wo es dann heißt, ja, wenn du das nutzen willst oder wenn du, also Apple Music ist jetzt nur ein Beispiel, genau wie mit bestimmten Sensoren. Ja, wenn du die App richtig benutzen willst und da brauchst du halt die Sensoren des iPhone 11, des iPhone 12 oder gibt es ja auch wieder Unterschiede. Ne? Und wo ich dann auch wieder denke, ja, super. Und so wird man gezwungen, immer wieder neue Sachen zu kaufen, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Ne? Ich meine, bin ja mal gespannt, wie lange mein iPhone noch Updates kriegt. Ja, also das ist ja auch wieder so eine Sache. Bin ja mal gespannt. Na, ein paar Jahre wird das ja noch laufen, denke ich. Also so lange werde ich es auch noch benutzen. Ja, also ich werde mir erst ein neues kaufen, kurz vorm Ende. Ja, also wenn das wirklich nicht mehr upgedatet wird. Vorher natürlich nicht. Also ich schätze mal, dass wenn mein iPhone abläuft, bin ich ja dann auch aus der Insolvenz raus, hoffe ich. So lange wird es ja auch noch dauern, weil, also wir haben es jetzt 23, 25 bin ich raus. Also ich denke mal, 2 Jahre wird es auf jeden Fall noch gehen. Das iPhönchen. Ja, aber das sind so Sachen einfach. Ne? Man wird immer wieder so ausgegrenzt, sage ich jetzt mal. Ne? Und das finde ich halt schade, sowas. Also genauso wie bei Blind Shell. Ne? Das erste Blind Shell Classic 2 konnte halt noch nicht WhatsApp und das zweite kann es dann. Und wo ich dann so denke, ja, es ist doch eigentlich nur eine Software-Sache. Ja? Warum sagt man nicht einfach, okay, auch wenn es das ältere ist, aber wir machen es trotzdem möglich, dass das erste Blind Shell genauso wie das zweite. Ja? Gut, vielleicht ein bisschen langsamer ist dann, aber dass man zumindest alle Funktionen auch benutzen kann mit dem alten Handy. Ja. Nein, es wird dann gesagt, ach nö, packen wir nicht drauf, soll man ja nur beim Zweier können. Also beim neuen Zweier. Und das sind einfach so Sachen, ich werde noch einen Kaffee trinken. Das sind einfach so Sachen, die ich einfach schade finde. Also wo man immer wieder an die Grenzen gebracht wird. Ne. Und ja, das finde ich einfach nicht gut. Und deswegen war ja auch der Kauf des Mischpults so schön, weil es einfach ein Mischpult ist. Und ein Mischpult, was kann ein Mischpult letztendlich? Ein Mischpult kann, man kann abmischen, man kann, ja, das wird es in 20 Jahren noch machen. Also, gut, ich meine, ob es denn noch mit dem iPhone verbunden werden kann, weiß ich nicht. Aber gut, aber analog wird es auf jeden Fall immer funktionieren. Und das sind einfach so schöne Sachen. Ne? Oder wenn man sich einen Olympus kauft. Letztendlich ein Olympus, ich meine, selbst der 550, der, auch wenn ich ihn vielleicht nicht mehr ganz so oft benutze, aber er geht natürlich noch. Ich kann ihn jederzeit mit Batterien füllen oder mit einem neuen Akku oder was und sagen, okay, das Ding läuft wieder. Ja, und er funktioniert. Ja. Und da gibt es halt kein, geht nicht, weil der hat nicht die aktuellste Software oder, und das ist einfach nervend in der heutigen Zeit, ja, dass man immer so vom Internet oder von Software ausgebremst wird, ja, sieht man ja bei PCs genauso, ne? Ich meine, die Leute hätten garantiert länger einen PC, wenn nicht dauernd diese ganzen Updates irgendwann sagen würden, naja, wenn du das Update so und so brauchst, dann musst du natürlich, wenn es richtig gut laufen soll, brauchst du bald einen neuen Rechner, weil der hat die Leistung so und so, der hat den Prozessor so und so und nur dann hast du die richtige Leistung.
Es ist einfach nur, weiß ich nicht, es geht mir einfach nur um Keks. Ja. Also, weiß ich nicht. Da ist es wirklich manchmal schön, sich ein Gerät zu kaufen, wo man weiß, das kannst du noch jahrelang verwenden. Und das ist einfach schön. Und klar, es gibt Verschleißteile, die dann irgendwann nicht mehr gehen, logisch. Das hat man auch. Aber gut, das kann man ja wiederum bereinigen. Wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt, dann kann man das Gerät reinigen lassen und dann funktioniert der Kassettenrekorder, der 50 Jahre alt ist, auch noch. Aber mit alter Software ist es wieder, oder mit neuen Geräten, da heißt es dann wieder, naja, wenn du das wirklich so machen willst, dann kauf dir ein neues Handy. Ne? Und das ist wirklich eine Entwicklung, die ich nicht so schön finde. Ja, wenn du dann schon merkst, wie dein Handy langsamer wird, oder wenn du dann schon merkst, wie Einschränkungen sind, so von wegen, ja, wenn du ein neues hättest, funktioniert, würde das besser funktionieren. Wir alle machen ja die Erfahrung. Ja. Also gerade auch, denke ich mal, Leute, die ein iPhone 8 noch haben zum Beispiel, die merken das garantiert auch. Ja, und also ich bin wirklich noch zufrieden mit meinen 10S Max eigentlich. Es läuft, es gibt wenig Ruckler oder so, oder es hackt eigentlich fast nie. Also fast nie, es kommt bestimmt mal vor, dass irgendeine App nicht will oder irgendeine App, das ist klar, das ist je nachdem. Letztens hatte ich zum Beispiel wieder das Problem, dass ich im App Store auf die Diktierfunktion nicht zugreifen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber hatte ich letztens wieder das Problem. Ich glaube, ich werde mein iPhone demnächst nochmal neu starten einfach. Dann, vielleicht geht es ja dann wieder, aber ja, jedenfalls, das ist auch eine Sache, die bei im App Store manchmal, die mir so aufgefallen ist. Ja, ansonsten. Ja, ansonsten, was soll man sagen, ne? Alles hängt heutzutage von der Software ab. Genauer heizen. Ich habe jetzt zu früh ausgemacht. Das war ein bisschen zu früh. Jetzt heizt er nochmal an. Ja, mach mal. Genau. Kannst du gleich nochmal loslegen, Kollege. Na komm, genau. Ja, geht doch. Gut, mal aufpassen jetzt. Es läuft ja zu lang und zu voll. Das wollen wir nicht. Ha! Ja! Tricksen dich schon aus, mach dir mal keinen Kopf. So. Ja, also das war natürlich früher wesentlich besser. Ja, du hast dir ein Gerät gekauft, das hielt. Ja. Aber heutzutage ist alles Software. Ja, alles ist Software. Ja, man sieht ja sogar Waschmaschinen und Spülmaschinen und das ist heutzutage auch alles digital irgendwie. Ja, ist eine schöne Entwicklung, aber auf der anderen Seite, ja, die Schattenseiten sind natürlich auch völlig klar. Ich finde auch, man sollte sich nicht zu sehr abhängig von der Technik machen. Also ich sag mal so, ich habe jetzt immer wieder öfter über Steckdosen und sowas. Ich meine, klar, es gibt Leute, die brauchen sowas und
Klar, wenn man wirklich sich mit Smart Home beschäftigt und schaltet die Steckdose ein. Aber auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der immer noch sagt, also es gibt einfach Sachen, wo ich sage, die will ich einfach selber machen. Und es geht mit gut Licht an, Licht aus, benutze ich natürlich nicht oft, weil ich hier alleine bin. Aber mag ja auch sein, dass gerade so Sachen wie Heizen, dass man sagen kann, stell die Heizung auf 2 oder stell die Heizung auf so und so viel Grad. Aber was ist, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert? Oder ich finde immer so, weiß ich nicht, ich muss nicht alles irgendwie versmarten. Ja, und weiß ich nicht, wenn ich dann auch noch meine Steckdosen versmartet habe und dann schalte Steckdose 5 an, schalte Steckdose 6 aus. Ich meine, sagen wir es mal so, wo endet das Ganze nachher? Also, ja, dass wir nur noch irgendwie Sprachbefehle geben und keine Ahnung, und nur noch irgendwo irgendwie Sachen an- und aus befehlen. Also, ich weiß nicht, was das für ein Trend ist. Und also da hört es bei mir irgendwie auf. Also bei mir gibt es da einfach die Grenzen, wo ich sage, okay, es gibt einfach noch Sachen, die möchte ich noch selber machen. Ja, und also meine Steckdosen müssen jetzt nicht smart sein. Also da hört es auf. Da hört es wirklich auf. Wenn meine Steckdosen noch irgendwie abhängig sind von irgendwelchen Befehlen, die ich denen geben muss oder was. Also das, nee, also. Das brauchen wir wirklich nicht. Ja, genauso wie ich jetzt einen Podcast gehört habe, wo die App Seeing Eye vorgestellt wird. Das ist ja auch eine tolle Sache und ich bin ja auch immer für Technik und ich finde es gut, dass es so eine Apps gibt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt immer, wenn ich sowas höre, muss man denn für jeden Scheiß, den man irgendwie macht, das iPhone benutzen? Also ich finde es ja toll, so ein Handy zu haben. Aber wenn ich dann auch noch, weiß ich nicht, ich habe einen Kaffeeautomaten und gucke dann mit der App, mit meinem iPhone, was der Kaffeeautomat macht. Also das finde ich dann schon, also ich brauche letztendlich, also da braucht man wieder zwei Geräte, ja, einmal den Kaffeeautomat selber und einmal sein iPhone. Und das sind halt so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Also warum gibt es keinen Kaffeeautomat, der zum Beispiel das ansagt? Ja, zum Beispiel. Also das sind so Sachen, die mir einfach nicht in den Kopf gehen. Warum muss ich denn für all und jeden Scheiß mein iPhone benutzen? Ich meine, erstens geht das auf den Akku. Zweitens, weiß ich nicht, jedes Mal mit dem Handy darauf. Und ich meine, das macht uns einfach auch zu abhängig von diesem Ding. Ja, und deshalb, ich bin halt ein Mensch, der doch noch eher mehrere Geräte benutzt. Der sagt, okay, zum Aufnehmen nehme ich halt mal einen Olympus oder dann nehme ich halt mal die Apple Watch oder dann nehme ich halt mal. Und wenn ich jetzt einen Kaffeeautomaten holen wollen würde, dann würde ich mir lieber einen holen, den ich irgendwie bedienen kann. Gut, wenn es das natürlich nicht gibt, dann habe ich halt die Arschkarte. Dann muss ich das halt so machen und dann wäre ich natürlich auch dankbar, dass es so eine App wie Seeing Eye gibt. Aber ich finde halt diese Entwicklung halt ein bisschen fraglich. Also wenn ich mir vorstelle, dass alle Menschen irgendwann nur noch mit so einem Handy dastehen und ich gucke gerade auch unter den Blinden, wenn dann einfach die Blinden nur noch alles irgendwie mit dem Handy ablesen und ich gehe mal jetzt mit dem Handy über die ganzen Bildschirme und die Hersteller brauchen letztendlich gar keine Geräte mehr zu entwickeln, die sprechen können oder die irgendwas können oder die das von selber ansagen, sondern es wird dann nur noch geguckt, kann ich das Ding irgendwie, ja. Deswegen war ja auch der LSP5 fraglich und deswegen habe ich auch da gesagt, naja, ist das so schön, dass man die App dafür unbedingt braucht. Und ich muss sagen, ich finde die Entwicklung eigentlich gar nicht so schön, weil
Ich meine, alles nur mit dem Handy machen. Ich meine, was, irgendwann legt man das Ding ja gar nicht mehr aus der Hand. Ja? Das, wie gesagt, wenn man das alles in Maßen benutzt, finde ich es ja auch okay, aber weiß ich nicht, aber irgendwo muss doch Schluss sein. Und ich meine, wir haben es früher auch ohne. Ja, viel haben wir viel weiter geholfen und wir haben Sachen einfach machen können und es gab sprechende Geräte, es gab Hilfen, es gab und heutzutage wird alles irgendwie aufs so ein bisschen aufs Handy und auf Alexa fokussiert, ne? Auf Smart Home, auf schalte das aus, schalte das an. Und was dabei total auf der Strecke bleibt, finde ich, ist der Forschungsdrang. Ne? Also der, wie kriege ich was hin? Wie kann ich machen, dass es funktioniert? Finde ich halt ein bisschen schade. Also ich persönlich bin natürlich einer von den alten Hasen, so will ich mich einfach auch schon nennen. Und ich finde so eine Beiträge interessant. Nichts gegen diese ganzen Podcasts, die diese Beiträge machen. Das meine ich gar nicht. Ich finde halt nur die Entwicklung ein bisschen traurig. Ja. Und weiß ich nicht. Ich sehe wirklich irgendwann die ganzen Blinden nur noch mit irgendwelchen Handys in der Hand und weiß ich nicht, nachher schmieren sie mit dem iPhone noch die Stulle oder was. Ja. Ich weiß nicht, also wo soll das noch hinführen, ja? Also irgendwo. Scheiße. Weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu krass, aber ich selbst habe ja ein iPhone und ich mache ja auch viel damit, aber es gibt einfach Sachen, wo ich echt manchmal denke, boah, also wenn ich jetzt auch noch irgendwelche Geräte, irgendwelche Bildschirme ablese und weiß ich nicht, irgendwie kaum noch was mit Menschen mache, weil ich meine, ich bin ja schon hier so draußen so alleine. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das alles noch mit dem iPhone machen, was nicht geht. Also gar nicht mehr auf fremde Hilfe, sondern nur noch irgendwie, weiß ich nicht, auch die Post lesen. Ich meine, na klar, es ist eine tolle Sache, wenn man seine Post lesen kann. Aber da wäre es doch viel cooler, man hätte irgend so ein Extragerät, was man irgendwie, was wirklich nur dafür gedacht ist, was auch einigermaßen erschwinglich ist, was man sich kauft, so ein Briefscanner, den man so rüberhält und der liest dann die Post aus, so. Sowas halt. Warum muss ich denn dafür mein Handy verwenden? Ja, da wäre es doch viel cooler, man würde so ein Gerät rausbringen, sagen wir mal, ist jetzt natürlich alles ein bisschen überzogen, ja, aber nehmen wir mal an, es würde einer auf die Idee kommen und so eine Alltagshilfen rausbringen, wie so ein Briefleser Teil für 20 Euro oder für, weiß ich nicht, für einen erschwinglichen Preis einfach. Und das, sowas fände ich einfach viel cooler, als wenn man wirklich nicht für jeden Scheiß sein Handy nur benutzen kann, soll, darf, muss. Ja, ich finde also auch Geräte, die wirklich ihren Zweck erfüllen, das kommt einfach zu kurz. Ja, also. Aber gut, vielleicht sehe ich es auch einfach nur, weil ich es anders kennengelernt habe und weil ich einfach auch vielleicht zu alt für so eine Sache bin. Kann ja sein. Aber vielleicht muss ich gewisse Sachen auch selber erstmal machen, um wirklich zu sehen, ach, das ist ja doch gut oder so. Aber ich weiß nicht, also. Es ist ja eine schöne Sache, wenn man irgendwelche Sachen auslesen kann. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch mit Menschen kommunizieren. Und weiß ich nicht, wenn ich alles irgendwie nur noch per Smartphone mache und ach, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Ach, halt das Ding daran. Bildschirm wird ausgelesen. Ach, das muss ich machen. Ja, es ist natürlich eine schöne Sache. Aber ich bin halt jemand, der dann doch lieber einen Menschen fragen würde, sich mit dem darüber unterhalten würde. Und der mir vielleicht noch einen Tipp gibt oder so. Das ist mir irgendwie lieber, als wenn ich, weiß ich nicht, alles irgendwie mir von der Technik ansagen lasse. Also
Also ich habe sogar schon überlegt letztens, das ist kein Scheiß, was ich jetzt erzähle, also wenn Punktschriftbücher billiger wären und ich würde wirklich meinen Stoff finden, den ich gerne lese, würde ich ehrlich gesagt auch mal wieder ein Buch lesen. Einfach aus dem Grunde, weil, weiß ich nicht, ich merke einfach dieses ständige Vorkauen, also die ständige, die Sprachausgaben, die einem ja letztendlich alles vorlesen und alles. Und weiß nicht, wenn man jetzt wirklich einen Brief von einer Freundin kriegt zum Beispiel, was ja überhaupt nicht mehr möglich ist, weil wer macht das noch, ne? Aber das muss doch total geil sein, wenn man von seiner Freundin so einen richtig schönen Brief bekommt, so einen richtig lieben Brief. Also ich rede jetzt auch nicht von irgend so einem extremen Brief, sondern einfach, wenn eine Freundin einem wirklich mal schreibt und hallo, wollt ihr mal schreiben oder so und wie geht's dir denn und ich liebe dich ganz toll und so. Wenn man sowas halt auch mal wirklich als Brief mal wieder liest, ja, und das ist eine ganz andere Geschichte, ne? Gut, könnte ich jetzt natürlich auch nicht mehr, weil ich keine Punktschriftmaschine habe, ja, weil die natürlich arschteuer ist, ja, und da haben wir ja wieder das Problem. Also ich könnte meiner Freundin natürlich auch keinen Brief schreiben, ja, vorausgesetzt, sie ist blind, ne? Aber ist vielleicht auch jetzt ein blöder Vergleich mit dem Brief. Aber ja, aber einfach dieses Menschliche geht irgendwie verloren. Und weiß ich nicht, wenn wir immer mehr versmartet werden, keine Ahnung. Ich sag ja. Ich sehe, man müsste echt mal so eine Parodie drauf machen. Also da stelle ich mir wirklich, was ist, wenn die Blinden wirklich mal ihr Gebrote mit den Smartphones schmieren? Es geht natürlich nicht, aber ja, wer weiß, vielleicht geht es in 100 Jahren. Aber das ist einfach, also ich merke einfach, dass es gibt Sachen, die mache ich gerne mit dem Smartphone und da stehe ich auch total dahinter. Aber es gibt Sachen und ich habe bei den letzten Podcasts wirklich so gemerkt, also entweder bin ich zu alt oder irgendwie wird mir diese ganze Versmartung zu viel. Also wo ich einfach so gemerkt habe, oh, jetzt, weiß ich nicht, Bildschirme auslesen und dranhalten und das kann man machen und Scheine mit dem Handy auslesen. Also wo ich dann so sage, boah, ey, da hole ich mir so ein Testding da. Ich habe zum Beispiel so einen Scheintester, ich weiß nicht, wie man das nennt. Habe ich damals empfohlen bekommen. Ich glaube, Franzi hat mir den sogar empfohlen, wo man seinen Schein so reinlegt. Und ich glaube, einmal vibrieren war 5 Euro, zweimal vibrieren war 10 Euro, dreimal vibrieren war 20 Euro. Ich meine, da ist mir doch sowas lieber, ja, als wenn ich da mein Handy drüber halte. Also. Vor allem, man muss sich jetzt auch mal, es gibt genug Leute, die sich so ein Handy nicht leisten können. So, jetzt stehe ich da in so einer Schlange, will wissen, jetzt sagt mir einer, ich soll 50 Euro bezahlen, weiß jetzt natürlich, muss jetzt irgendwie das Geld raussuchen, ja, wenn ich es nicht schon vorher sortiert habe oder sowas. Ich meine, ich habe ja sowieso kaum noch Bargeld bei mir, aber egal. So, jetzt stellt man sich mal vor, ich müsste erstmal mit meinem Handy diesen verdammten einlesen oder was. Ich meine, das funktioniert sehr schnell, davon abgesehen. Aber erstmal, ich hole mein Handy raus, dann auch noch den Geldschein. Und so ein Scheinprüfer ist natürlich wieder viel, ja, der ist erstmal viel kleiner und viel unauffälliger. Also es geht mir nicht darum, dass es auffällt. Aber ich bin halt auch nicht der Typ, der überall sein Handy rausholt. Ja, das ist genau wie mit dem Navigieren. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit so einem Handy in der Hand nach der nächsten Kreuzung rechts abbiegen und hab das Handy so und alle sehen, ah, er hat ein iPhone. Ne? Das will ich irgendwie nicht. Also ich will nicht jeden unbedingt zeigen müssen oder dass jeder irgendwie sieht, ja, guck mal, der hat ein Handy, hat ein Smartphone, alle laufen damit rum. Ja, zumal ich auch mal entspannt laufen will oder entspannt irgendwie meine Hände hängen lassen will und ja, auch mal ein entspanntes Laufen haben will und nicht irgendwie, also irgendwie merke ich, dass mir das, was smart angeht, einfach zu viel wird. Und deshalb, also ich könnte mir nicht vorstellen, mich vom iPhone navigieren zu lassen. Vor allen Dingen über Kopfhörer.
dass dann irgendeine Stimme dauernd sagt, jetzt die Straße überqueren, bla bla bla. Da wäre ich doch völlig aus dem Konzept. Da würde ich, keine Ahnung. Da würde ich doch lieber jemanden fragen. Aber mich total nur noch von Handys abhängig machen lassen. Also das ist der Trend, den ich wirklich sehe. Und ja, Smart Home und Handys und also das ist alles, es wird einfach mir zu viel langsam. Also wo ich merke, nee, ich muss da irgendwie ein bisschen gegensteuern und muss irgendwie, ja, ich will diese Mischung. Ich will einerseits so ein bisschen neue Technik, ist interessant, aber so wie mit dem Mischpult, wenn man es mit dem alten verbinden kann, ne, so. Ich brauche kein Mischpult, was ich sagen kann, schalte dich ein oder sowas. Ne? Das ist gut, wenn es ein anderer braucht, ist ja auch eine andere Sache. Aber ja, ich weiß nicht, wenn wir uns zu sehr abhängig von der Technik machen und es fällt irgendwann mal alles aus, dann stehen wir alle da. Ja. Lass mal wirklich die ganzen Satellitensysteme und GPS und was ich was alles, lass das mal alles wirklich ausfallen und nichts funktioniert mehr. Dann stehen wir alle da. Ja, und dann kannst du auch nicht mehr sagen, Steckdose an, weil, na gut, wenn der Strom ausfällt, gehen auch normale Steckdosen nicht. Aber trotzdem, es ist einfach alles, es ist irgendwie. Ja, ja. So, da sind wir wieder. Das war Flo. Hab ein bisschen mit Flo gequatscht. Jetzt sind wir wieder da. Podcast von Sven Heidenreich, Folge 631. Wir waren bei der ganzen Versmartung und dass ich halt manchmal denke, dass es ein bisschen zu viel ist, das Guten mit iPhone und so. Wie gesagt, das ist ja auch alles nicht böse gemeint, nur ich glaube einfach, dass es bei mir irgendwo eine Grenze gibt. Also eine Grenze, die ich vielleicht irgendwann mal überschreiten werde, aber momentan noch nicht. Also momentan möchte ich noch Sachen, ja, ich komme halt nur mal aus der analogen Zeit und es gibt einfach Sachen, wo ich sage, Mensch, es ist schön, noch an Reglern zu sitzen. Es ist schön, noch irgendwas per Hand zu machen. Es ist schön, noch jemanden zu fragen, der sich damit auskennt. Ja, es ist schön, noch eine Steckdose selbst einzuschalten, anstatt zu sagen, ich halte Steckdose 15 an. Steckdose 15! Ja, also das ist einfach, irgendwo möchte ich einfach noch ein bisschen, ja, die Vergangenheit bewahren. Und das möchte ich einfach nochmal sagen, das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur, ja, ein bisschen Vergangenheit sollte man immer noch bewahren und das werde ich auch. Deshalb habe ich ja auch meine altbeliebte Kaffeemühle, die ich zwar nicht so oft benutze, aber ich habe sie. Also ich könnte auch Kaffee per Hand mahlen. Ne? Also ich finde so ein bisschen ja, einfach so ein bisschen, wenn man schon aus dem analogen Alter kommt, aus dem Zeitalter kommt, dann finde ich, sollte man gewisse Sachen auch noch schätzen. Und ja, es war ja auch eine schöne Zeit. Ich meine, meine ganze Jugend war letztendlich so. Und klar gab es auch in meiner Jugend Entwicklungen. Ne? Ich habe Entwicklungssprünge erlebt, ne? Von der Kassette zur CD, zur Minidisc. Aber es gibt halt Sachen, also die CD, da war ich nie so ein großer Fan von. Also ich habe mir zwar CDs gekauft, aber irgendwie fand ich gerade so CD, DVD, das war für mich so ein Zwischending. Oder auch die Minidisc, das war so, ja, okay. Ja, ich finde die digitale Technik auch schön und ich finde auch schön, dass es heute Streamingdienste gibt, dass man sich nicht mehr jeden Titel kaufen muss, dass man halt was hören kann und sagen kann, okay, brauche ich oder brauche ich nicht. Da finde ich die Technik natürlich super, aber es gibt, wie gesagt, für mich Grenzen und ich glaube, dass jeder halt diese Grenzen irgendwo hat und der eine halt da, der andere da. Ne? Aber ich finde, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, alles mit dem iPhone zu machen. Also, weiß ich nicht, Post lesen kann ich mir ja vielleicht noch vorstellen. Ich kann mir auch mal vorstellen, das ein oder andere Problemchen damit zu lösen. Also wenn jetzt mein Rechner wirklich nichts macht und es ist keiner da, dass ich dann mal sage, gut, was zeigt mir jetzt Seeing Eye an? Das kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen, aber dass ich mein ganzes Leben darauf aufbaue und wirklich nur noch alles mit dem iPhone regel und
Ja, ihr seht ja, ich nehme jetzt auch einen Olympus. Ja, also ich liebe es einfach, ein extra Gerät zu haben. Und ihr seht ja, dass ich auch oft zu 770 oder 720 greife und nicht zum LSP5, weil ich einfach sage, okay, es ist einfach schön, wenn ein Gerät sprechen kann. Und es ist einfach schön, wenn ein Gerät auch von vorne bis hinten bedienbar ist. Und ja, das würde natürlich letztendlich verloren gehen, weil wenn man natürlich immer mehr Möglichkeiten und Schnittstellen mit dem iPhone entwickelt, dann brauchen die Hersteller ja gar keine Geräte mehr herzustellen, die sprechen können. Ne? Dann braucht man ja bloß noch letztendlich die Schnittstelle für das iPhone und dann hält man das Ding daran und dann, ja. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles immer eine Ansichtssache und vielleicht gibt es ja auch mal eine Zeit, wo ich anders darüber denke. Ne? Das kann ja auch passieren. Aber momentan finde ich, gibt es bei mir noch einfach diese Grenzen, wo ich sage, nee, also wie gesagt, bei Steckdosen hört es bei mir auf, dass ich halt alles mit dem iPhone mache, da hört es auch auf. Also ich würde mir lieber eine Kaffeemaschine holen, die ich bedienen kann, statt jetzt vor so einem Bildschirm zu stehen und also da sind bei mir einfach die, ich fand die Podcasts gut, wirklich, also das hat nichts mit den Podcasts selbst zu tun, sondern mir geht es eigentlich allein nur um die Entwicklung selbst. Also, dass alles nur noch von irgendwelchen Apps und Smartphones abhängt, das kann es nicht sein, weil irgendwann sind die Akkus alle und was macht man dann? Ne? Und ja. Und ich habe ja wirklich den Kontrast auch so ein bisschen, weil ich bin ja in einer Werkstatt für Behinderte und wir machen ja vieles mit den Händen. Ja, und wir müssen halt Teile sortieren, wir müssen halt, und da haben wir halt wirklich diesen Gegensatz noch dazu. Ne? Also wir sind halt wirklich noch mit den Händen oft beschäftigt. Wir, klar, auf Arbeit kannst halt die Teile nicht mit dem Smartphone sortieren. Ne? Also das geht einfach nicht. Und da muss ich wieder sagen, das finde ich auch wieder gut. Das ist halt diese Bodenhaftung, die du dadurch letztendlich, sagen wir mal, hast, wenn du in der Werkstatt bist, weil du einfach sagst, okay, es gibt einfach in der Werkstatt Sachen, die du machst, die kannst du mit dem Smartphone nicht machen. Und insofern finde ich das wieder gut. Ja, und ja, wie gesagt, ich bin für neue Technik. Ich würde das ein oder andere auch ausprobieren und ich habe ja auch selbst die App Seeing AI drauf und natürlich würde ich das ein oder andere auch mal benutzen. Aber ich sehe einfach die Entwicklung immer mehr dazu, dass die Blinden, gerade auch unter den Blinden, dass sie alle noch ihr iPhone in der Hand haben und ja, keine Ahnung. Also ich würde es total schön finden, ich würde jetzt eine Frau kennenlernen, ich meine, ich kann ja nun mal leider nicht sehr gut lesen, gebe ich auch gerne zu, aber ich fände es total schön, wenn meine Freundin zum Beispiel zu mir sagen würde, ja, ich lese ab und zu gerne mal noch ein Buch oder so. Gut, wenn es jetzt blind ist oder sehend, ist ja eigentlich egal, aber einfach, ja, das alte Schätzen, ne? Oder wenn meine Freundin halt noch in einem Liederbuch blättert und ein Lied raussucht und das dann singt und die Noten drin sind und das abliest. Oder ja, wenn da noch so ein bisschen Handwerk drin ist und nicht, ach, ich gucke jetzt mal auf meinen, weiß ich nicht, Teledings da oder was. Ja, aber so sind wir halt auch groß geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Leute, die heute natürlich mit der Technik groß werden, die sagen, was ist das denn? Na, das muss man ja auch verstehen. Nur ich als alter Hase. Also, mir wird das langsam einfach zu viel. Also, langsam, ich höre mir auch also manche Sachen höre ich mir auch wirklich nicht mehr an. Also, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Steckdosen geht, da streike ich dann. Da sage ich dann, nee, will ich nicht hören. Also, irgendwo hört bei mir die Versmartung auf. Und das höre ich mir dann nicht unbedingt an. Ne? Also. Gibt immer wieder Folgen, die höre ich mir gerne an. Dieses Seeing Eye, da habe ich noch gesagt, okay, das ist ja interessant, weil die App benutze ich ja selber und finde ich auch interessant, was da gemacht wurde. Aber ich habe mir ganz klar die Grenzen einfach gesetzt und gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und
Ja. Und irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo sollten wir auch mal uns nicht zu abhängig von der Technik machen. Weil, wie gesagt, das kann alles mal ausfallen. Ja, und was ist dann? Ja, und deswegen ist mir das ja so wichtig, den richtigen Menschen zu finden, der mit mir zusammen durch dick und dünn geht, der, wo ich einfach auch mal den Menschen fragen kann, sag mal, wie findest du das jetzt? Und ich möchte mir nicht alle, mein ganzes Leben von meinem Smartphone irgendwie sagen lassen. Ja. Und ja, ich finde es auch schön, wenn mir meine Freundin mal was vorliest oder ja, auch wenn sie vielleicht nicht so gut lesen kann, aber das ist viel schöner, als wenn ich dauernd mein Smartphone höre und die berüchtigten Sprachausgaben, die mir dann die lieblichen Sachen vorlesen, wo ich dann so denke, ja, das hast du ja komisch betont jetzt. Und es ist eine Hilfe, klar, aber es ist, weiß ich nicht, es ist, wir sind natürlich, ich bin anders groß geworden und ja, mir wurden halt auch noch Geschichten vorgelesen und ich kenne das halt noch, wenn jemand neben dir sitzt und dir eine Geschichte vorliest und du völlig drin bist in dieser Geschichte und du kannst zu dem sagen, oh, spannend, ne? Und derjenige findet es beim Lesen auch spannend und sagt dann, ja, finde ich auch, ich lese mal gleich weiter, hör mal zu. Ja, und das sind so Sachen, ja, das sind einfach so Sachen, die hast du mit dem Smartphone einfach nicht, ja. Eine Sprachausgabe liest und liest und liest, bis du sie wieder ausmachst. Und das ist einfach etwas, ja, womit ich groß geworden bin und was ich einfach nie missen werde. Und deswegen auch meine Einstellung dazu. Ja, und ja, das musste einfach mal wieder raus. Spritzig, wie Podcast von Sven Heidenreich nun mal ist und auch immer sein wird und ja, so bin ich halt. Ja, wie ich schon immer sage, die Meinung ist nicht immer richtig, die ich habe, sondern einfach nur eine Momentaufnahme, sage ich mal. Ne? Also in dem Moment ist das halt so. Es kann sich natürlich ändern. Es gibt ja immer Situationen, die das Leben ändern. Und, aber ich will mich einfach nicht zu abhängig machen von irgendwelcher Technik. Ich möchte einfach diese Grenze für mich selbst auch setzen und sagen, okay, und von daher ist mir das einfach wichtig. Und wie gesagt, nehmt mir das nicht übel oder böse, so ist es auch gar nicht gemeint, sondern es ist einfach aus meiner Situation heraus und gerade wenn man so alleine ist wie ich, soll jetzt kein Jammern sein, aber dann will man ja Menschen. Ja? Und man will ja nicht immer von seinem Smartphone irgendwie vollgenüllt werden. Und ja, man möchte auch mal wirklich, dass eine menschliche Reaktion kommt und nicht. Ja? Und das ist einfach, finde ich, viel wichtiger. Ja, weil ein Ich liebe dich von der Frau gesagt ist natürlich schöner, als wenn das Smartphone Ich liebe dich sagt. Ja, alle, da machen wir uns nichts vor. Und da sind natürlich wieder Sachen wie Sprachnachrichten eine tolle Erfindung. Ne? Eine Sprachnachricht ist persönlich. Die hört man ja auch. Man hört die Stimme. Oder ein geschriebener Brief. Ne? Gut, wer schreibt heute noch Briefe? Das verstehe ich ja auch. Ich kann ja selber keine Briefe mehr schreiben, weil ich keine Punktschriftmaschine mehr habe. Ja, also insofern, das kann ich ja auch nachvollziehen. Aber ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, ich finde, das Menschliche muss einfach wieder mehr in den Vordergrund. Und ja, so schön diese Apps wie Seeing AI und was es da noch so alles gibt, sind. Und dass man natürlich mit seinem iPhone viele Sachen machen kann. Und klar, es spart auch eine Menge Geräte, logisch, klar. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, ja gut, willst du wirklich einen Einkaufsfuchs, willst du dies, willst du das? Das ist ja auch wieder alles Krankenkasse, so kannst du alles mit dem iPhone irgendwie machen. Ja, ist ja auch verständlich irgendwo. Aber auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite, warum gibt es nicht die kleinen Alltagshelfer, die man sich holen kann, die erschwinglich sind?
Und weiß ich nicht, so ein Briefscanner, wäre doch geil, so ein Gerät, oder? Ich weiß, vielleicht gibt es ja sowas, aber ich weiß, so ein Teil kauft man sich, würde man sich für 20 Euro kaufen, hält man so über den Brief, ja, und es würde auch nur das können, nichts weiter, einfach nur die verdammte Post auslesen. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, so ein kleines, das steckt man sich in die Tasche, ja, wenn man irgendeinen Zettel kriegt. Zettel raus, ah, was ist das für ein Zettel? Schnell das Teil rübergehalten und dann wird das Ding ausgelesen, fertig. Ja, sowas zum Beispiel. Warum muss ich dazu mein Handy nehmen? Ne? Also das wäre doch viel cooler, wenn man so kleine Gerätschaften hätte, womit man sowas auslesen könnte. Ja, die auch erschwinglich sind. Ne? Weiß ich nicht, wenn man wirklich für 10 oder für 20 Euro sowas kriegen könnte irgendwie und ach, ich hole mal schnell so einen Briefscanner oder ich hole mal schnell so einen Scheinprüfer, den hält man über einen Schein und der sagt 10 Euro, 20 Euro. Ja, da brauche ich doch nicht das teure Handy für. Also das finde ich einfach, weiß ich nicht, alles nur mit dem Smartphone machen. Was soll denn das Ding noch alles können? Ja, ich sag ja, irgendwann kochen die Dinger auch Kaffee. Ich meine, was... Ja, das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Wie viel Technik will man da noch reinstecken? Ja, irgendwann hat man selbst so einen Port am Kopf, ja, und spielt sich irgendwelche Sachen zu oder was. Das weiß ich nicht. Irgendwo muss das doch aufhören. Ja, das ist meine Meinung einfach dazu. Und deswegen, ja, die ist ein bisschen radikal und ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber. Das liegt einfach auch daran, dass ich durch mein Alleinsein wirklich gerne auf Menschen angewiesen bin und gerne auch von Menschen selbst etwas höre. Ja? Ich meine, wo soll das noch enden, dass irgendwann irgendwelche Programme Podcasts machen? Stellt euch mal vor, es wird irgendwann so sein, dass kein Podcaster mehr da sitzt, sondern irgendeine Sprachausgabe, die dann so klingt wie der oder so. Ne? Und dann hörst du nur noch, hallo, hier ist der Podcast von bla 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 und heute stelle ich euch ein weiteres Gerät aus meiner Sammlung vor. Hier spricht übrigens der Hauptrechner von bla bla bla, ne? Oder das Programm so und so. Wird irgendwann kommen, ne? Und das ist einfach, ja, wo ich dann wieder sage, wo soll das hinführen, ne? Letztendlich. Irgendwann, ja, wird alles irgendwie durch Maschinen ersetzt oder so, ne? Da fängt es ja schon an. Und ich finde, Technik ist gut, aber wir Menschen müssen diese Technik auch noch beherrschen. Das ist wichtig, ja. Und wir müssen sie auch noch weglegen können und sagen können, so, heute brauchen wir diese verdammte Technik nicht. Das ist wichtig, ja. Wenn ich mit meiner Freundin, die ich nicht habe, einfach mal wieder ohne Smartphone sein will. Also, dass ich auch mal sagen kann, so, ich packe das Smartphone jetzt mal weg. Es ist jetzt scheißegal, ob da jetzt eine Mail kommt oder ob da ein Anruf kommt oder was. Aus mit dem Ding. Jetzt habe ich, meine Freundin hält mit mir gerade Händchen, hat mich im Arm. Jetzt brauche ich kein Smartphone. Ja. Und wir nehmen unseren Blödsinn auf, was wir da machen und hören uns das danach an und lachen drüber. Ja, zum Beispiel. Und da möchte ich irgendwie wieder hin. Das kann ich natürlich aber auch nur, wenn ich eine Zweisamkeit habe. Klar, so alleine bin ich natürlich sehr auf diese ganze Smart- und Technologie angewiesen. Und das ist auch, was mich so ein bisschen stört, weil ich will auch gerne mal wieder mein Smartphone weglegen können und sagen können, so, Schatz, jetzt sind wir ungestört, Handy aus, Telefon, ach, scheiß drauf. Jetzt trinken wir ein schönes Glas Wein zusammen und halten Händchen und haben uns lieb und ach, weiß ich, was wir machen und spielen ein paar Spiele, spielen zieh dich aus, ja, einer stellt eine Frage und der andere muss sich dann ausziehen und wer, ach, weiß ich, das ist jetzt natürlich Quatsch, aber versteht ihr, was ich meine? Einfach mal wieder so ein Spiel spielen zum Beispiel, ja, oder auch wenn man zu zweit ist, da kann man doch sicherlich auch ganz viele Sachen machen, ja, zieh dich aus Spiel, genau, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Also so ein Spiel, wo man sich gegenseitig Fragen stellt und wenn der andere ja richtig wenn einer falsch antwortet, muss er sich halt ausziehen oder so. Keine Ahnung. Sowas mal spielen zum Beispiel, ja. Als Pärchen. Ne? Und zum Schluss ist man dann halt nackt und hat sich lieb und, ne? Also sowas halt einfach. Und das sind halt so Sachen, die ich mir dann so vorstelle, wo ich dann so denke, ja, so eine Frau bräuchte ich und nicht hier eine, die dann irgendwie
Also dass man halt auch wirklich diesen ganzen Smartphone-Alltag auch mal wirklich vergessen kann und sagen kann, boah, jetzt braucht man diesen ganzen Scheiß nicht. Ja. Jetzt, wenn, genau wie mit dem Musik machen, wenn sie Gitarre spielen kann und ich Cajon, dann setzen wir uns auf ein, weiß ich nicht, dann setzen wir uns hier im, irgendwo im Zimmer, sie spielt Gitarre, ich sitze auf meiner Cajon, wir sitzen nebeneinander, Olympus auf dem Tisch, Aufnahme an, hallo, hier sind Sven und seine Freundin, wir nehmen jetzt das Lied so und so auf, mitten im Lied fangen wir an zu lachen, also das ist das, was ich eigentlich will und da will ich eigentlich hin und ja, und das Smartphone ist dann letztendlich nur noch eine Ergänzung und da will ich eigentlich hin. Und mit diesen Worten möchte ich diese etwas kritische Folge jetzt beenden, aber ihr merkt, dass ich so bin, wie ich bin und spritzig und vielleicht nicht immer ganz fair, das gebe ich auch zu, aber ja, ich bin nun mal ein alter Hase, so sehe ich mich auch, ich bin keiner von den neuen Technik-Nerds und ja, auch ich schätze das Alte, wenn es auch manchmal nicht so aussieht, aber ja, in diesem Sinne, das war Folge 631, wir hören uns in der Folge 632 wieder, ja, mal gucken, was wir da machen. Dann bis demnächst, ciao, ciao!